Willkommen zum Countdown hier F123. Willkommen zum Countdown zu F123. Heute in Formel 1 2010. Unser zweites Rennen Monza. Belgien verlief gestern jetzt nicht so semi, würde ich mal sagen. Aber ich versuche natürlich in Monza den Sieg anzupeilen mit Fernando Alonso und das in Monza, im königlichen Park. Ich freue mich extrem und abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, dass ihr nichts mehr verpasst. Lasst gerne ein Like da. Hier haben wir die alte Strecke. Natürlich auch das Ferrari-Team, das wirklich in diesem Jahr die Chance hatte, im letzten Rennen den Titel zu holen. Unsere aktuelle Position ist der 7. Platz. Ist jetzt eher semi. Wir werden auf sehr hohe Geschwindigkeit gehen und auf hohe, gehen wir nur auf hohe Geschwindigkeit. Leichtes und übersteuern, ja, das ist egal, und Abtrieb niedrig, perfekt. So, ab zum Rennen. Felipe Massa ist unser Teamkollege und los geht's. Schaut auch unbedingt gerne auf Insta-Tobi auf TikTok vorbei. Macht die 13k voll, Links wie immer unten in der Bio. Lance Button startet von der Pole und unser Teamkollege startet vom 2. Platz. Wir vom, das ist nicht Fernandos Helm, aber ist egal. Rechts neben uns Michael Schumacher. Wir haben uns ja in dieser Zeit schon ein paar schöne Fights geliefert. Die roten Lichter sind leuchten anscheinend. Ich sehe es nicht ganz. Das Rosberg-Logo ist hier. Und los Kubica. Und los geht's. Wir kommen viel besser weg als Schumacher und Rosberg. Und ja, ich freue mich extrem, denn ja, gerade ab den 10er Jahren wurde es ziemlich cool. Fernando hatte oft die Chance, Weltmeister zu werden. Wir werden ein bisschen früher bremsen, denn die erste Kurve ist hier fatal. Alter, Rosberg drückt Massa hier fast von der Strecke und fällt selbst von der Strecke. Halleluja. Wir sind schon 4. Platz. Das ist ziemlich gut. Der Massa jetzt direkt vor uns und das Auto war auch sehr schön, muss ich sagen. Generell, so die 10er Jahre in der Formel 1 waren schon cool. Ohne starke Hilfen musste man sich da noch einiges erkämpfen. Massa, ja, der Hit. So, hier kommt, ja, fast der Switch, doch. Hier kommt der Switch. So, da, da. Und das in Monza. Eine tolle Strecke. Wir müssen eigentlich gewinnen. Es sind 11 fantastische Runden. Und ja, die Ideallinie, die ist so spät hier. So, ah, das kann man auch noch, Motor kann man noch schneller machen, werden wir aber aktuell nicht machen, denn wir bleiben auf Standard. Ja, Bremsen, gibt es das auch? Nein, gibt es leider nicht. Ja, da man kann gar nicht zu früh bremsen hier. Das ist, ja, Warnung, das ist verdient hier, aber das ist wirklich Hardcore. Aber es gibt leider kein Menü hier rechts, oder? Gibt es da ein Menü? Nein, leider nicht. So, zack. Fuck, viel zu spät, viel zu spät auf der Bremse. Das war kacke. Nein, da müssen wir respawnen, I'm sorry. Das war sehr dumm von mir. Das war echt unnormal dumm. Und ich denke mir schon, Kubica bremst schon, was macht er denn und so? Aber ja, wenn ich ein bisschen Hirn gehabt hätte, hätte ich auch gebremst. Sadala, würde ich mal sagen. Gut, hier an Robert Kubica dran. Der war auch damals eine echte Maschine. Da gehen wir links vorbei. Auch das geile Podium hier. Und dann drehen wir den Motor wieder auf Standard. Jetzt haben wir nur noch unseren, ja, zukünftigen Teamkollegen aus der Sicht von 2010. Jason Button. Wir waren ja dann ein paar Jahre zusammen bei McLaren. Teamkollegen hatten nicht das Glück leider. Aber wo davon? Ah, das Game hat schon was. Ich finde es ein bisschen kontrastarm. Also wirklich, es sieht halt sehr, sehr, sehr dunkel aus. Aber ich muss sagen, von der kompletten Handling-Sache her ist es ziemlich gut. Also das Handling ist verdammt gut für das Game. Auch das Schadensmodell sehr, sehr ausgereift mit den Punchern und so. Also ja, Mann, Alter, das kam aber spät, der Switch hier. Jetzt kommt unser Switch. Ja, sorry. Okay, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht genau, wo man das macht. Ich glaube, das geht. Ah, hier, okay. Y, nein. So sieht also aus, wenn man die schnellste Rennrunde beinahe holt. Ah, das war gut, da sind wir sauber durchgekommen. Aber das war mir zu einfach. Also, die haben sich kaum gewehrt. Wo ist denn das? Ah, hier, okay. Ah, okay, das geht gar nicht. Das ist kacke. Verpiss dich. Hier natürlich die Paraboliker nicht asphaltiert, sondern komplett noch mit Gras und Kiesbett. Das ist also die Kamera. Ah, das Auto ist schon sehr verdammt schön. Also unheimlich schön hier im königlichen Park von Monza. Die Innensicht hat es auch drauf auf jeden Fall. Und da, ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, weil die Antenne war noch viel, viel größer in den 10er Jahren als wie jetzt natürlich.
Und gibt es da versetzt? Nein, versetzt gibt es noch gar nicht. Die versetzte Camp, die ja dann oft die Pros gespielt haben. Da könnten wir noch ein bisschen davon profitieren. So. Leider nicht viel Spaß, wenn wir hier hinten nachfahren. Das ist wirklich kacke. Oh mein Gott. So, und jetzt mal gucken. Gut. Fuck. Kollision verschuldet. Das wollte ich nicht, Mann. Das wollte ich nicht. Du, nein, nicht schon wieder eine Durchfahrtsstrafe. Das hat das letzte Rennen zerstört, Leute. Das hat das letzte Rennen zerstört. Und das weiß ich überhaupt nicht zerstört. Ja, sehr dumm. Weil ich nicht genau jetzt hier. So, ja, jetzt fahren wir der nächste rein, oder? Oder? Nein, okay. Okay, da hinten gab es einen Crash. Da gab es einen, ich glaube, da war auch Ross. Was war da hinten los? Ja, jetzt sind wir leider 8 Sekunden hin, oder 5 Sekunden, 6, 5, 6. Irgend sowas sind wir jetzt leider hinter Kubica, den ich auf jeden Fall den Sieg gönnen würde. Aber, Alter, bleibt einfach stehen, das Auto. Ja, come on. Jetzt kommen auf einmal die Probleme. Jetzt auf einmal. Ich habe ganz normal eingelenkt. Und jetzt bekomme ich die Verwarnung. Für was denn bitte? Für unhandelbares Auto? Ja, das ist natürlich scheiße. Jetzt bin ich schon wieder so weit hinten, dass ich da, ja, zuerst noch kurz gekotzt, dass wir da überlegen sind heute. Und jetzt schon wieder alles verschissen. Nein, das ärgert mich. Das ärgert mich so hardcore. Das triggert mich so hardcore. Die können nicht mal die KI kann die Kurve richtig fahren. Das ist nicht schön. Das ist absolut gar nicht schön, wenn das passiert. Ja, Mann. Wir machen den Obercut auf jeden Fall. Wir fahren eine Runde länger, probieren die schnellste Rennrunde rauszufahren und gucken jetzt mal, was so geht. 300, 310, 315, 320, 325 und wir stehen an. Es war nicht besonders schnell. Aber man muss auch sagen, das war, so waren damals die Autos. Also die waren jetzt nicht so die Pace-Maschinen. Ich würde sagen, so um 2020 rum hatten wir die schnellsten Autos. Das Spiel 14, mein absolutes Lieblingsspiel auf der alten Gen. Werden wir aber schon auf der neuen Konsole spielen. Aber das ist dann... Ja. Als ob sich das Auto runterbremsen würde. Im Kiesbett. Ja, Mann, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Das war so dumm. Das war so unnötig von diesen... Ja, fuck you, wirklich. Es ist einfach nur nicht. Egal, wir holen uns frische Reifen. Vielleicht geht dann was. Vielleicht geht er dann was. Das Oversteer und Understeer ist ein Wahnsinn. Ich hole mir keine Durchfahrtsstrafe. Ihr könnt mich am... Sibylle. Nein! Wir haben safe wieder eine Durchfahrtsstrafe. Das System mit der Boxeneinfahrt ist ein bisschen dumm gelöst. Und auf was warte ich jetzt? Auf Gott? Bitte, Mann! Fahr raus! Gibt doch wieder eine Durchfahrtsstrafe, safe. Safe Call gibt's eine Durchfahrtsstrafe. Safe Call. Oder? Was, man darf hier rausfahren? Okay, keine Durchfahrtsstrafe, das ist schon mal toll. Aber ja, Sepp und auch, ja, wer ist der andere? Kubica sind weit weg. Sebastian Buemi ist jetzt hinter uns und vor uns Liutz. Ich denke mal, dass die Hälfte noch nicht gepittet hat, aber trotzdem, boah. Ich hasse es jetzt schon. Ich bin jetzt schon kein Fan mehr davon. Da vor uns geht's zur Sache. Wir müssen irgendwie was machen. Antonio Liuzzi. Zack, vorbei. Auch Bruno Senna, der ist hier. Geschichte, halt bitte nicht drauf. Ja, halt nicht drauf, Alter. Jetzt gibt's aber nicht für mich die Strafe, oder? Gut. Das wäre noch unfairer gewesen. Der Dude kann nicht aufpassen. Ich muss da die Strafe irgendwie mitnehmen. Das ist... So, Senna, zack. Den einzigen Senna, den ich hier in meinem Leben überholen werde. Ach du Scheiße. Oder vielleicht auch im neuen Game als Icon. So, Barrichello vor mir. Den hatten wir im letzten Rennen ordentlich. Das sind andere zwei, die noch weiter hinten hängen. Ich darf nicht vergessen, wir haben noch 5 Runden Zeit. Innen hier Kamui Kobayashi, die WEC-Legende. Und... Yo! Da gibt es direkt die Strafe. 10 Sekunden? 3 normalerweise. 20 Sekunden? Was ist das für eine Dreckstrafe? Wir kürzen eine Kurve ab und kriegen 20 Sekunden Strafe?
20 Sekunden? So viel Zeit habe ich mich nicht mal erfahren. Also, bitte. Puh, dieses Game ist so dogshit, wirklich. Also, das Strafmodell ist viel zu hardcore. Ja, ich war wieder ins Kiesbett, oder? Nein, es geht. Das Strafmodell ist viel zu hardcore. Ich weiß nicht genau, was für ein Trottel sich das ausgedacht hat, aber 20 Sekunden für eine Kurve abkürzen, das ist selbst für solche Verhältnisse zu hart. Es hat nicht mal Hamilton 20 Sekunden für den Crash mit Verstappen bekommen und ich bekomme 20. Es gibt nicht mal eine 20 Sekunden Strafe. Fällt mir gerade auf. Jetzt sind wir hier irgendwo im Nirgendwo, da ist ein Rot, also das ist die Box einfach. Ja, da sind nochmal zwei in der Box, das ist gut. Vielleicht kommt da vorne noch. Nein. Egal, wir sind 9 Sekunden hinter Adrian Sutil, der ja den McLaren Senna geschrottet hat. Ach, kacke, Mann. Es ist so ein Galgenhumor hier. Wir kommen nicht vom Fleck. Es ist Position 10, aber ich glaube nicht, dass wir 20 Sekunden von Senna weg sind. Ist es nicht mal der eine Punkt? Es ist so verdammt schwierig, das Auto ohne Force-Feedback und ohne jeglichen Sinn für Racing auf der Strecke zu halten. Ich werde die Kurve absolut nicht mehr abkürzen. Wie kann man nur so asozial sein? So. Zack. Zack. Haben wir noch einen Respawn frei oder nicht? Es wird der letzte Respawn heute sein, oder? Man kann einfach nicht Schwung mit rausnehmen. Das ist scheiße. Das ist kacke, Mann. Ja, egal. Dann gehen wir hier wieder ein bisschen langsamer rein. Sam. Web auf dem 6. Platz, das ist gut. Nein, 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 nein. Fuck, Mann. Es ist wieder der 9. Es ist so schwierig, das hier zu halten. Dieses Auto, es macht, was es will, wenn man ins Kiesbett kommt. Es ist direkt das Heck weg. Es ist so schade. Wir hatten halt echt gut den Schweizer Jungen. Der sich ja rückblickend wirklich als richtig toller Formel-E-Fahrer herausgestellt hat. Also es ist nicht immer alles Pech. Also es ist nicht immer alles schlecht. Ja, und er drückt uns hier rüber. Das war natürlich wieder mal sehr toll von dir. Ich glaube, der Motor ist leer. Ich glaube, der Benzin ist leer, oder? For real? Ohne diesen dummen Strafen, die ich ja absolut nicht nachvollziehen kann, hätten wir es hier nur hinter Felipe Massa ins Ziel geschafft, obwohl der, ja, ich habe gar keinen Bock mehr, Leute, es ist einfach vorbei. Ich bin so froh, dass das Rennen vorbei ist. Ist das schon der erste? Nein, es ist der 11. Es ist der 11. Platz, Leute, und hier, ja, Mann, das Spiel, es ist so geil, du bremst ab, kommt der, ja, kommt der nicht angeschossen. Das Spiel ist so geil. Du bremst ab und dann wupp, dreht's direkt weg. Ich freue mich extrem. Fuck you all. Ich bin froh. Ich bin so froh, dass ich dieses Dreckspiel nicht mehr spielen muss. Ach ja, by the way, am 1. Juni folgt dann auch die Road to F1 22. Also einmal muss ich es leider noch spielen. Höchstgeschwindigkeit waren 342. Ja, ich bin letzter Platz geworden. Das ist für mich keine Überraschung mit den 20 Sekunden für das Abkürzen. Danke nochmal dafür. Was sagt ihr? Ist das euer Game? Schreibt es in die Kommentare. Macht gerne das Prospect auf TikTok und abonniert gerne kostenlos den Channel. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen oder übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.